Guten Abend, willkommen zum letzten Sommergespräch 2022. Die kleinste Nationalratspartei hat den Anfang gemacht. Heute ist die größte dann und deshalb ist zu uns gekommen der Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer. Danke für den Besuch. Guten Abend. Hallo. Herr Nehammer, wir sind hier im Newsroom, geht also immer auch ein bisschen um Medien. Ihr Vorvorgänger Sebastian Kurz war dafür bekannt, dass er, wenn ihm die Berichterstattung nicht so gepasst hat, auch einmal einen Chefredakteur höchstpersönlich angerufen hat. Machen Sie das auch? Also nicht in dem Zusammenhang, sondern Kontakt zu den Medien halten ist politisches Handwerk. Und ich möchte aber noch eines sagen, ich bin zum ersten Mal im Newsroom und ich bin sehr beeindruckt davon. Danke, das freut uns. Ihren Griechenlandurlaub, den haben Sie heuer medienwirksam abgesagt. Als Staatsbürgerin muss man sich ja aber eigentlich auch wünschen, dass Spitzenpolitiker ausgeruht sind, sich auch einmal ausrasten können, erholen können, gerade in Krisenzeiten. Wie lange hält denn Ihr Akku noch? Na, der hält noch ausreichend lange. Ich habe ein paar Tage genutzt, auch mit den Kindern in Österreich Urlaub zu machen, die Zeit zu verbringen. Den geplanten Urlaub musste ich deshalb absagen, weil einfach nicht klar war, ob ab 21. Juli noch Gas durch Nord Stream 1 fließt oder nicht. Das ist dann doch geflossen, aber es war trotzdem wichtig, wenn irgendetwas passiert, hier zu sein. Und jetzt sehen wir sozusagen, die Anspannung geht weiter, weil jetzt Nord Stream 1 auch wieder keine Durchflussmengen hat. Da sind Sie eh schon sehr politisch. Ich würde sagen, wir verlagern das politische Gespräch raus auf die Terrasse. Es ist heute warm genug. Und während wir rausgehen, sehen wir einen Beitrag über Sie, über die ÖVP und die Frage, welches Bild Sie denn zuletzt abgegeben haben. Machen wir. Karl Nehammer versucht, die Kontrolle zu behalten. In einer Partei, die turbulente Zeiten durchlebt. Ich glaube, man kann sagen, Karl Nehammer hatte ein bewegtes Jahr, weil auch die ÖVP ein bewegtes Jahr hatte. Aber ich habe das Gefühl, dass er zumindest diese Rolle, die ihm jetzt zuteil wird, nämlich als Beruhiger, ganz gut bis jetzt im Griff hat. Im Griff haben muss Nehammer vieles. Oder es versuchen. Die Teuerung, die Energiekrise, die Folgen des Krieges und nicht zuletzt Corona. Selten gab es gleichzeitig so viele Krisen. Und das bei schwindendem Vertrauen. In den Umfragen ist die ÖVP auf 20% abgestürzt. Doch der Kanzler gibt sich stets kämpferisch. Es gibt ganz viele Angriffe unter der Gürtellinie. Und wisst ihr, warum das ist? Weil sie es auf Augenhöhe nicht schaffen. Die Umfragen sind im Sinken und immer wenn die Umfragen schlecht sind, dann beginnt es natürlich auch zu rumoren in Parteien, gerade wenn wie jetzt auch Wahlen bevorstehen. Da wird es in den Ländern immer ein bisschen unruhiger, weil man natürlich weiß, dass sich die bundespolitische Stimmung auch auf das Wahlverhalten auf der Landesebene auswirkt bei vielen WählerInnen. Landtagswahlen stehen im September in Tirol und kommendes Jahr unter anderem in Niederösterreich an. Umfragen sagen den Konservativen keine guten Ergebnisse voraus. Was Karl Nehammer sicher gut täte, wäre ein wenig mehr Einsicht, dass Fehler passiert sind, nicht nur in seiner Amtszeit als Innenminister, auch bei der ÖVP generell, wo er ja auch einmal gesagt hat, die ÖVP habe kein Korruptionsproblem. Korruptionsvorwürfe und Politskandale gibt es in der ÖVP jedenfalls zuhauf. Unter anderem die Inseratenaffäre rund um Ex-Kanzler Sebastian Kurz und die Wirtschaftsbundaffäre in Vorarlberg rund um Landeshauptmann Wallner. Karl Nehammer hat mit seiner Partei jedenfalls alle Hände voll zu tun. Herr Bundeskanzler, weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen und hinten brennt aber der Hut lichterloh. Wegen all der Vorwürfe gegen die ÖVP. Heute schauen Ihnen hunderttausende Menschen zu. Viele davon haben sicher auch die ÖVP gewählt. Möchten Sie sich entschuldigen? Also ich glaube, das, was jetzt zu sagen gilt, das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Das, was ja auch im Beitrag sozusagen gezeigt worden ist und angedeutet worden ist, dass es gegen einige Personen der Volkspartei Verdachtsfälle gibt, dass ermittelt wird, dass es auch SMS und WhatsApp-Nachrichten gibt, die alles andere als erträglich sind, wenn man sie liest. Und gleichzeitig habe ich, was die Frau Professor jetzt hier angeführt hat, auch immer gesagt, die Volkspartei an sich, das kann ich nicht stehen lassen, dass die an sich ein Korruptionsproblem hätte. Es geht darum, wenn einzelne Personen fehlen, dann gehört gehandelt, dann gehört bestraft. Das, was ich immer gesagt habe, ist, die Volkspartei ist viel mehr
Sie sind 700.000 Mitglieder, mehr als 20.000 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, 1.500 Bürgermeister, 6 Landeshauptleute und viele ehrenamtliche Helfer. Ich sage das nur deshalb, weil das alles ist Volkspartei. Und wenn einige wenige fehlen sollten, ja, ich sage ja, beschuldigt heißt aber noch nicht schuld gesprochen. Wir sollten auch in Österreich, finde ich, schon die Verfassung so ernst nehmen, wie sie tatsächlich ernst zu nehmen ist. Und die sagt eben, in Österreich ist jemand erst schuldig, wenn er schuld gesprochen wird. Aber nicht von den Medien, nicht von einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, sondern von Gerichten. Aber ist das die Richtschnur, ein Schuldspruch, oder gelten für Politiker andere Maßstäbe aus Ihrer Sicht? Das hat einmal ein von mir geschätzter Abgeordnetenkollege der Liste Bilds, der auch da, der Professor Noll, einen sehr guten Kommentar geschrieben, der ist Verfassungsrechtler. Und er stellt die Gegenfrage, was anderes als das sollte denn sozusagen die Linie sein, die ein Maß ist. Ist es dann die persönliche politische Bewertung? Stellen Medien den politischen Katalog auf, was vertretbar ist, was nicht vertretbar ist? Machen es NGOs, also zivilgesellschaftliche Organisationen? Oder gibt es in einer Demokratie und in der demokratischen Auseinandersetzung eine klare Richtschnur, und das ist natürlich das Gesetz? Ja, aber ist das Strafrecht wirklich sozusagen der Maßstab? Gilt nicht für Politikerinnen und Politiker ein höherer Maßstab womöglich? Geht es da nicht auch um Moral, um Optik, um guten Stil? Müssen Sie das nicht auch ins Treffen führen? Aber Sie haben das jetzt gerade super aufgezählt. Das sind Ihre Punkte, Herr Bösselsberger, die Sie jetzt genannt haben. Mhm. Denken wir sie durch, denken wir sie zu Ende. Wer legt denn fest, was Moral ist? Sie? Das sollte man vielleicht auch für sich selbst festlegen. Aber wer ist das? Ja? Also was ist dann sozusagen, wer sagt, was gute Sitte ist? Wer sagt, was jetzt gerade ethisch ist oder nicht ethisch ist? Sondern die Frage ist eben, in einem gesellschaftlichen Grundkonsens kommt man eben zu einem gemeinsamen Befund, was eine Gesellschaft akzeptiert und was sie nicht akzeptiert. Und deswegen unterstütze ich hier die Aussage von Alfred Noll. Ein Parteikollege von Ihnen, der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der hat in einem Kronenzeitungsinterview gesagt, die ÖVP muss ihre Sensibilität schärfen im Umgang mit den Institutionen, im Umgang mit der Macht. Sehen Sie das auch so, dass die ÖVP ihr Verhalten ändern muss? Also wer sieht da schon etwas in Bewegung? Naja, Sie haben ja gefragt zum Thema Korruption. Das hat er im Zusammenhang mit der Korruption gesagt. Was der Landeshauptmann gemeint hat, ist, und das habe ich auch schon mehrfach gesagt, ist, dass wir sehr wohl gut daran tun, auch als Volkspartei, uns selbst zu hinterfragen, die Strukturen vor allem zu hinterfragen. Die Volkspartei ist eine enorm föderale Organisation, entgegen anderer zentralistisch organisierter Parteien. Wir haben tausende Ortsparteien. Wir sind auch föderal strukturiert in den Teilorganisationen, also Arbeitnehmervertretung, Bauernvertretung, Wirtschaft, Jugend, Senioren, Frauen. Und auch das ist wiederum föderal gegliedert. Das heißt, die Organisationsform ist nicht dazu geeignet, den Anspruch der Öffentlichkeit, den berechtigten Anspruch der Öffentlichkeit, das sage ich jetzt gleich dazu, hier zu erfüllen, dass schnellstmöglich auf Transparenz gewährt wird. Deswegen gibt es Verzögerungen bei den Rechenschaftsberichten und anderen. Und das gilt zu ändern und also verändert zu werden. Und diesen Auftrag habe ich auch der Bundespartei erteilt, hier eine neue Struktur so zu definieren, dass diese Angriffsflächen, die immer dann nämlich auch automatisch den Verdacht in den Raum stellen, dass da irgendwas vor sich geht, was nicht vor sich gehen sollte, von vornherein aus dem Weg räumen. Sie machen mir jetzt ein bisschen so den Eindruck, als wäre es bis auf ein paar Einzelfälle nicht so problematisch. Aber wenn wir das alles rekapitulieren, ich meine, es gibt eine Liste der Beschuldigten: Kurz, Blümel, Wallner, Sobotka, Wöginger, Kamersin, Löger, Schelling, Pröll und so weiter und so fort, dann gibt es diesen Ton in vielen Chats, dann gab es wahnsinnig viel Unruhe in der Republik, auch Sie sind der dritte Bundeskanzler jetzt, es gab viele Ministerwechsel, also all diese Dinge, wenn man die zusammenzählt, glauben Sie, dass Sie Ihre Wählerinnen und Wähler enttäuscht haben? Und da komme ich zu meiner Anfangsfrage, müssen Sie sich entschuldigen? Na, also dass der Eindruck kein guter war, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Die gefehlt haben, müssen sich auch dann entschuldigen und dort die Konsequenzen tragen. Aber das, was für mich wichtig ist, ist, wir haben trotz all dieser Krisen und all dieser Zustände, so wie Sie auch sie bezeichnet haben, immer eines bewahrt. Wir haben immer die Regierungsfähigkeit bewahrt, wir haben eine stabile Mehrheit im Parlament gehabt, wir waren zu jeder Zeit handlungsfähig, trotz auch dieser Wechsel, die Sie angesprochen haben. Und das ist auch Volkspartei. Also Volkspartei ist eben auch Verantwortung übernehmen und da zu sein, wenn es schwierig ist. Es macht aber auch was mit dem Vertrauen. Also wenn man Ihnen so zuhört,
Sehen Sie all diese Skandale, all diese Vorwürfe? Da ist nicht die ÖVP dran schuld, dass dieses Vertrauen in die Politik so niedrig ist. Das ist eine interessante Frage, die Sie jetzt stellen. Sie werden vielleicht auch dann noch den Vertrauensindex zitieren von OGM, der ja mehrfach veröffentlicht worden ist. Und da wird medial sehr gerne und ausführlich darüber berichtet, dass die Bundesregierung an letzter Stelle ist. Wenn man vollständig berichtet, muss man sagen, wer ist Vorletzter? Die Medien, und das sind oder? Die Medien und die Verlagshäuser. Sie lachen schon. Das sind jetzt alle gemeinsam schon. Und die Antwort liegt vielleicht da ein Stück weit in der Mitte. Es sagt etwas darüber aus. Wenn wir Letzter und Vorletzter sind, so glaube ich, braucht es eines. Es braucht eine gute Kultur des Miteinanders, des Miteinanderumgehens, des Respekts und der Wertschätzung. Das, glaube ich, ist ein gemeinsamer Auftrag. Und ich in der Politik muss alles dazu leisten, dass das natürlich bei den Menschen auch dann dementsprechend so ankommt, dass sie sehen, dass wir in der Regierung redlich arbeiten, dass wir das, was wir versprechen, auch einhalten. Und diese Bilanz der Bundesregierung, über die ich hoffe, noch heute mit Ihnen sprechen ganz zu können, sicher, kann sich in der Hinsicht sehen lassen. Ja, aber die Medien, das muss man vielleicht auch schon noch sagen, haben nicht diese Chats geschrieben. Die Medien haben sich nicht wie der Wirtschaftsbund Vorarlberg selbst anzeigen müssen. Also das ist, kam schon aus der Politik. Aber und trotzdem aus der sind ÖVP. Sie an vorletzter Stelle, ne? Ja, aber trotzdem, wir sind nur die, die berichten. Viele dieser Dinge betreffen ja Sie persönlich nicht, bis auf eine große Ausnahme vielleicht. Da geht es um den Rechnungshof, um den Rechenschaftsbericht aus dem Jahr 2019, um die Wahlkampfkosten. In dieser Zeit waren Sie ÖVP-Generalsekretär, also oberster Wahlkampfmanager. Und der Rechnungshof glaubt Ihnen nicht die Angaben, die Sie da gemacht haben. Und schickt da externe Prüfer in die Partei, was extrem ungewöhnlich ist. Da geht es unter anderem darum, dass Sie eben in diesem Jahr 2019 für den EU-Wahlkampf laut Ihren Angaben mehr Geld ausgegeben haben als für den Nationalratswahlkampf im selben Jahr. Deutlich mehr Geld. Da ist es beim EU-Wahlkampf, da geht es um ein paar Abgeordnete von 705 in der EU. Aber in Österreich, da ist es wirklich um alles gegangen. Da ist es um die Kanzlerschaft gegangen, um die Regierungsmacht. Ist das wirklich glaubwürdig, dass Sie da weniger ausgegeben haben dafür? Also viele Fragen. Und jetzt versuche ich kurz um Zeit auch antworten zu dürfen. Bitte. Weil es sind Einzelpunkte. Also das, was einmal wichtig ist zu sagen, warum sind die Kosten im EU-Wahlkampf höher gewesen als im Nationalratswahlkampf? Weil der EU-Wahlkampf als Vorzugsstimmenwahlkampf angelegt war und dadurch die Kandidatinnen alles, was sie investieren, auch in den Vorzugsstimmenwahlkampf auch der Bundespartei zugerechnet wird. Wenn wir das auf Nationalratsebene auch so gemacht hätten, bei der Vielzahl an Nationalratskandidaten in neuen Bundesländern antretend für die Nationalratswahllisten, dann würden wir automatisch auch da zu einer zumindest Gefährdung der Wahlkampfobergrenze, wenn nicht zur Überschreitung kommen. Deswegen haben wir bei der Nationalratswahl keinen Vorzugsstimmen am Wahlkampf ausgerufen. Es wurde dringlichst darauf geschaut, dass das bei den Kandidatinnen und Kandidaten nicht passiert. Und wenn Sie das Jahr zurück passieren, also wenn Sie sich anschauen, was im Jahr 2019 alles passiert ist, dann werden Sie auch feststellen, dass wir schon mit dem Vorwurf konfrontiert waren, dass wir die Wahlkampfkosten 2017 die Volkspartei massiv überschritten hat. Das war der damalige Spitzenkandidat Sebastian Kurz massiv in der Kritik in dieser Frage. Und ich war damals Generalsekretär und an meiner Seite war der Bundesgeschäftsführer. Wir hatten eine klare Aufgabenteilung. Ich war für die politische Vertretung der Volkspartei zuständig, der Bundesgeschäftsführer für den kaufmännischen Teil. Und natürlich war es unser beider größtes Augenmerk und nach bestem redlichen Wissen und Gewissen dafür zu sorgen, dass diese Wahlkampfkostenüberschreitung nicht mehr stattfindet, weil die ja ein Hauptthema war in der Politik. Und noch eine kleine Ergänzung. Wenn Sie sich auch zurückerinnern, 2019 war tatsächlich ein horribles Jahr für die Volkspartei, weil auch ein Datendiebstahl stattgefunden hat. Diese gestohlenen Daten wurden dann Medien übermittelt und die Medien hatten exakt alle Buchhaltungsdaten der Volkspartei. Und das ging so weit ins Detail, dass ein Redakteur einer bekannten Wochenzeitung zu uns ins Büro gekommen ist, mich gesehen hat und zu mir als Generalsekretär bei der Begrüßung gesagt hat, na, wenn ich die Personallisten der Volkspartei so durchschaue, ist für Sie aber im Gehalt nicht mehr so viel überblieben wie für Ihre Vorgänger. Also was ich damit sagen will, ist, die Transparenz war hier schon alleine dadurch gegeben, dass alles, was intern in der Volkspartei war, schon nach außen gespielt worden ist. Aber der Rechnungshof sagte, das ist einfach mit der politischen Lebenswirklichkeit nicht vereinbar. Und es gab ja auch eben diese Medienberichte und da gab es ja auch einen Prozess. Und man darf ja mittlerweile sagen, da gibt es dieses Urteil, dass Sie nie geplant haben, diese Obergrenze einzuhalten im 2019er Wahlkampf. Es gibt Sieg und Niederlage in diesem Prozess. Wir haben auch einen Sieg eingefahren als Volkspartei in diesem Prozess.
Was man eben auch nicht sagen darf und das, was mir wichtig ist in dem Zusammenhang, diesen Prüfbericht, den wir abgegeben haben, der wird ja auch testiert von zwei unabhängigen Wirtschaftsprüfern. Und das waren nicht irgendwelche Kanzleien, sondern da war auch KPMG dabei, aus einer Liste, die der Rechnungshof gibt. Und ich habe auch immer offen gesagt, wenn der Rechnungshof jetzt diesen zwei Wirtschaftsprüfern in ihrer Testierung nicht glaubt, dann kann er auch noch gern weitere Wirtschaftsprüfer schicken. Wir legen alle Daten offen und es läuft jetzt gerade. Jetzt im August hat jetzt die Prüfung begonnen. Der Wirtschaftsprüfer ist erst jetzt gekommen und da gibt es eine volle Kooperation. Wenn da jetzt rauskommt, dass falsche Zahlen abgegeben worden sind, ziehen Sie persönlich Konsequenzen? Also nochmals, ich habe schon vorher gesagt, nach bestem Wissen und Gewissen ist diese Darstellung des Rechnungshofberichtes erfolgt. Der ist testiert von zwei Wirtschaftsprüfern. Wir befinden uns hier nicht im Strafrecht, sondern im Parteienfinanzierungsgesetz, das wir übrigens mit Hilfe der Volkspartei jetzt im Nationalrat verschärft haben, und zwar deutlich verschärft haben. Also meine politische Verantwortung sehe ich nicht darin, dann, wenn hier auch andere Themenfelder dann berührt werden, wenn der Wirtschaftsprüfer zu einem anderen Befund kommt, dass die anderen zwei Wirtschaftsprüfer hier daraus jetzt meinen, Rücktritt zu sehen. Ich war damals Generalsekretär. Das hätte dann keine Konsequenzen, wenn der Rechnungshofbericht, wenn der Wahlkampfkostenbericht nicht stimmt. Na, selbstverständlich, so wie bei allen anderen Parteien auch. Sie wissen ja schon, es gibt ja für die SPÖ und für die FPÖ genauso wie für die Volkspartei, muss man dann dementsprechend dem Gesetz die dementsprechende Strafe zahlen. Also das ist selbstverständlich. Aber personell sozusagen, also Sie persönlich werden keine Konsequenzen ziehen? Nein. Was viele Beobachter nicht verstehen, als Sie Bundeskanzler geworden sind, nach all den Skandalen, den Rücktritten, den Verdachtslagen, warum haben Sie da eigentlich nicht auf den Tisch gehauen und gesagt, so, da ist irgendwie so viel, wir werden von so vielen Seiten, sind wir ein bisschen im Bedrängnis, wir machen jetzt reinen Tisch, wir schauen unter jeden Teppich, wir holen uns externe Prüfer rein, wir machen einen ÖVP-Verhaltenskodex zum Beispiel, irgendwas in diese Richtung, wir fangen ganz neu an und machen einen neuen Stil. Warum haben Sie das nicht getan? Na, erstens, weil ich glaube, dass das, was ich jetzt in Auftrag gegeben habe, die Struktur der Volkspartei zu durchleuchten, wo man eben diesen Transparenzanforderungen der heutigen Zeit und vieles, was vor 10, 20 Jahren Standard war, ist eben heute nicht mehr akzeptiert, wie man dem Rechnung tragen kann und genau so auch die Struktur anpasst. Also wir sind hier sehr wohl lernbereit, auch als Volkspartei, ich als Bundesparteiobmann der Volkspartei, und den Weg werden wir jetzt konsequent fortsetzen. Herr Bundeskanzler, bevor wir zum nächsten Thema kommen, machen wir etwas, das Sie vielleicht schon kennen. Sie haben sich sicher auf die Sommergespräche vorbereitet. Die Mini-Fragen, ganz kurze Fragen und bitte auch kurze Antworten. Legen wir gleich los. Wissenschaft ist das eine, Fakten sind das andere. Unterschreiben Sie diese These Ihres Innenministers? Also es sind immer bei Zitaten, ist wichtig, in welchem Zusammenhang sie stehen. Und dann könnte ich Ihnen sagen, ob ich es unterschreibe oder nicht. Gibt es einen Unterschied zwischen Wissenschaft und Fakten? Ich sage es nochmal, ich weiß nicht, wie dieses Zitat zustande gekommen ist. Wenn ich den ganzen Text sehe, dann kommentiere ich. Dann haben Sie das Interview offenbar nicht gelesen. Wollen Sie, dass ein Corona-positiver Lehrer Ihre Kinder unterrichtet? Also auch hier ist es bei Kurzfragen schwierig, wenn es hier um komplexe Fragestellungen gegangen sind, gerade jetzt in der Omikron-Variante des Coronaviruses. Was ist das Ziel? Das Gesundheitsministerium hat gemeinsam mit dem Unterrichtsministerium einen Plan erarbeitet, der Gleiches bedeutet für Arbeitnehmerinnen wie für Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren im Umgang mit der Omikron-Variante und auch mit den Schutzauflagen. Kurze Antworten bitte. In welchem Intervall löschen Sie denn die Nachrichten auf Ihrem Handy? Das ist aus Sicherheitsgründen einfach da. Deshalb notwendig, sollte mein Handy verloren gehen und die Fernlöschung nicht funktionieren. Ein fixes Intervall gibt es dafür nicht, aber ab und an erinnern mich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Sicherheitsgründen, das zu tun. Wo wären Sie ohne Sebastian Kurz? Das ist eine gute Frage. Für meine bundespolitische Karriere, dass ich wieder zurückgekommen bin, ist eigentlich Klubobmann August Wöginger verantwortlich. Der hat mich nämlich von Niederösterreich wieder in die Bundespolitik geholt. Ist Erben eine Leistung? Zielt wahrscheinlich auf die Frage von Erbschaftssteuer und Vermögensteuer ab. Beides wurde abgeschafft, auch von einem sozialdemokratischen Finanzminister aus gutem Grund. Die Einnahmen spiegeln nicht den Aufwand wider. Und es sind beides auch so komplexe Steuermaterien, die so viele Ausnahmen bedürfen, wenn man für Unternehmerinnen und Unternehmer denkt, die die Betriebe weitergeben, für Bäuerinnen und Bauern, für die Menschen, die sich etwas aufgebaut haben und das ihren Kindern weitergeben wollen. Also
ist Erbschaftssteuer und Vermögensteuer, ich kürze es für Sie ab, ist für uns kein Thema. Kurz Fragen. Sie haben das sicher gesehen im Internet, die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin hat ein relativ harmloses Tanzvideo von ihr, gab es im Internet, und die hat dann einen Shitstorm von manchen Seiten abbekommen. Glauben Sie, dass das einem Mann an ihrer Stelle auch passiert wäre? Ganz im Allgemeinen finde ich das, was da passiert ist, höchst bedenklich. Politikerinnen und Politiker sind Menschen, wie wir alle gemeinsam hier jetzt auch am Tisch sind. Das heißt, uns unterscheidet nichts außer unsere Funktion und unser Tun und unser Wollen, für die Gesellschaft einzustehen und etwas zu tun. Daher war ich sehr verwundert über die große Aufgeregtheit hier in Finnland, wenn einmal eine Premierministerin auch feiert. Sind Sie ein Schwarzer oder ein Türkiser? Beide schließe ich nicht aus. Letzte Minifrage. Sie haben erzählt, dass Wladimir Putin bei Ihrem Besuch in Moskau damals gesagt hat, die Gasversorgung sei gesichert. Das ist eher schlecht gealtert, diese Aussage, oder? Na, er hat das nicht so gesagt. Er hat gesagt, er wird dafür Sorge tragen, dass Gazprom die Verträge einhält. Er spielt hier ein doppeltes Spiel. Er setzt Gas jetzt als Kriegswaffe ein. Gas ist ja nicht sanktioniert. Es gibt keine Sanktionen gegen Gas, genauso wenig wie gegen Getreide, Ölsaaten, genauso wie Düngemittel, die die Welt dringend braucht. Das heißt, es ist jetzt hier die Energie, die fossile Energie, in dem Fall Erdgas, eine Kriegswaffe geworden. Das ist ja das letzte Sommergespräch. Die Abende werden schon kühl, der Winter steht vor der Tür. Und viele Menschen, wenn sie an diesen Winter denken, haben keine schönen Gedanken, sondern Sorgen, wie es weitergeht, wenn die Lebensmittel teurer werden, wenn das Gas teurer wird, die Energie teurer wird. Jetzt ist natürlich alles, die Ursachen dieser Probleme sind nicht in der Reichweite von nationalen Politikern. Aber was ist denn Ihre Ansage? Muss man denn nicht eigentlich so ehrlich sein und den Menschen der Bevölkerung sagen, dieser Wohlstand, den wir viele Jahre hatten, den werden wir verlieren. Es wird eigentlich nichts mehr so sein, wie es war. Also zum einen nehme ich diese Sorgen sehr ernst. Sie gehören auch zu meinen größten Sorgen. Nach Ausbruch des Krieges hatten wir einen Füllstand von ca. 13 Terawattstunden Gas in unseren Speichern. Das war tatsächlich wenig. Wir sind draufgekommen, dass Gazprom auch seinen großen Speicher in Haidach ausgespeichert hat, absichtlich, und gar nichts eingespeichert hat. Das heißt, das war eine sehr ernste Situation. Und erinnern Sie sich zurück, über Monate, Februar, März, April, Mai, Juni, war die größte Sorge, schaffen wir es, unsere Speicher zu füllen? Schaffen wir es, auch anderes Gas zu bekommen als russisches Gas? Und in der Sorge, die gute Nachricht ist, wir sind für den Winter vorbereitet, die Speicher sind gut gefüllt, auch um hier vorbereitet zu sein. Warum ich nur sage, ist, weil das eine der großen Sorgen war der Menschen und es auch mal gut ist, hier Klarheit zu schaffen, was Iststand ist. Inflation, die uns gerade derzeit belastet, einhergehend mit der Teuerung, bedeutet immer Vermögensverlust. Das ist ja das Tückische und das Heimtückische an der Inflation. Die Frage ist, wie können wir sie bekämpfen? Wie können wir den Menschen bei der Teuerung helfen? Und wie können wir auch wie bei Covid stärker aus dieser Krise, die jetzt besteht, herauskommen, als wir hineingegangen sind? Das heißt, ich will keine Krise kleinreden, ich will keine Sorge nicht weniger ernst nehmen, aber ich will auch aufzeigen, dass wir bei Covid gezeigt haben, dass sowohl die Wirtschaft wachsen kann, dass wir mittlerweile Rekordbeschäftigung haben, dass wir Schulden abbauen, obwohl wir Schulden aufnehmen, um gegenzufinanzieren. Woran liegt das? Weil die Menschen unglaublich leistungsfähig sind in diesem Land und mit Krisen umgehen können. Ich halte nichts davon, ständig auch sozusagen nur die eine Komponente des Krieges, der Teuerung, der Inflation, der Energiekrise in den Vordergrund zu stellen, sondern auch die Möglichkeiten, wie wir dagegen ankommen, dass wir einfach auch mehr tun müssen. Jammert es nicht so viel oder was bedeutet das jetzt? Na, die Frage war ja, ob ich so wie Habeck rede und sage, wir werden den Wohlstandsverlust alle gemeinsam erleiden. Also ich verstehe jetzt Ihre Gegenthese nicht, weil was ich gesagt habe ist, Inflation per se ist ja ein Wohlstandsverlust. Jetzt kann man sagen, man kann es noch extra aussprechen. Also ja, es stimmt, Inflation ist ein Wohlstandsverlust. Die Frage ist aber viel wichtiger, was tun wir dagegen? Wie entlasten wir die Menschen? Was können die Menschen selbst dabei dazu beitragen, jetzt in dieser schwierigen Zeit, wir alle gemeinsam als Gesellschaft, dass wir als Gesellschaft auch wieder durch diese Krise in Wahrheit so gut kommen wie durch die Corona-Krise. Was ich nur auch machen will, ist Mut machen. Es sind schwere Zeiten, das stimmt. Es ist eine große Herausforderung jetzt auch mit der
sozusagen Erpressung über fossile Energie wie dem Gas hier eine Form zu finden, dass ein Auskommen gefunden wird für Haushalte, Wirtschaft und Arbeitsplätze damit gesichert sind und andere Ressourcen sichergestellt werden. Und gleichzeitig ist Österreich ein Land, das ist noch fertig, sage, weil es auch wichtig ist zu betonen, in den warmen Monaten in diesem Jahr produzieren wir fast 100% unserer Elektrizität aus erneuerbarer Energie. Das ist ein Musterwert. Uns fehlen 25% davon, wenn wir in die kalte Jahreszeit gehen. Das heißt, wir müssen eben jetzt noch mehr in erneuerbare Energie investieren. Wir müssen über Energieeffizienz nachdenken, gemeinsam mit der Industrie, nicht gegeneinander, sondern gemeinsam. Aber aus meiner Sicht ist es schaffbar. Es ist hart. Es ist unter Umständen manchmal schwierig, es braucht kreative Lösungen, so wie wir jetzt die Strompreisbremse auch beschlossen und beschließen werden im Ministerrat, beschlossen haben in der Koalition. Das ist etwas für mich, wo man sieht, es gibt ein Problem und man sucht gemeinsam eine Lösung. Die Strompreisbremse kommt, das haben Sie jetzt schon angesprochen. Jeder Haushalt bekommt da 2.900 Kilowattstunden recht billig, 10 Cent netto, den Rest zu Marktpreisen. Das Problem dabei ist ein bisschen, es wird heute viel kritisiert, zwei Gutverdiener kommen mit diesem Kontingent eigentlich ganz gut aus, aber die Familie mit 4 Kindern, oder stellen Sie sich vor, die Familie lebt mit den Großeltern unter einem Dach, die haben dann denselben 10 Punkte, die haben 10.000 oder 12.000 Kilowattstunden Verbrauch. Ist das fair? Also ich finde immer, man sollte immer alle Kritikpunkte, wenn dann erwähnen, auch die positiven. Die Arbeiterkammer und der ÖGB haben festgestellt, dass es in die richtige Richtung geht. Es ist ein Strompreis. Der ÖGB hat scharfe Kritik auch an diesem Konzept gehabt. Also ich kann ja nur den Teletext zitieren, es ist übrigens im Newsroom auch nachlesbar. Vielleicht könnten Sie auf meine Frage antworten, ist das fair, Herr Bundeskanzler? Ja, ich komme gerade zu dem Punkt, wenn Sie mich aussprechen lassen und nicht nur die Antwort mir zugestehen, die Sie gern hören wollen. Die Frage ist, wie können wir die Menschen bestmöglich entlasten und schnellstmöglich entlasten? Und jetzt gibt es immer eine Abwägung zu treffen. Wie erreiche ich möglichst viele Menschen, weil auch der Mittelstand durch die Teuerung massiv betroffen ist, und unkompliziert? Umso weiter Sie in Differenzierungen gehen, umso komplizierter wird die Antragstellung, umso komplizierter wird die Auszahlung. Das ist immer eine Abwägung, die man treffen muss. Und zu der Familie, die Sie angesprochen haben, die beginnt jetzt ab August viele Erleichterungen zu bekommen. Die doppelte Familienbeihilfe pro Kind. Wenn Sie das bei 4 Kindern rechnen, ist das viel Geld. Wenn es ein 4-Personen-Haushalt ist, auch da. Also 2 Erwachsene, 2 Kinder. Es geht weiter damit, dass der Antiteuerungs- und der Klimabonus 500 Euro pro Erwachsener ausgezahlt wird und 250 Euro für die Kinder und Jugendlichen ausgezahlt wird. Und darüber hinaus, wenn es jetzt auch nicht diese Zielgruppe ist, aber eine andere, die ständig auch von Teuerungen betroffen ist, wie die Pensionistinnen und Pensionisten, 500 Euro den Pensionszuschuss erhalten werden. All das sind Maßnahmen, die zielgerichtet sind, mit den Wirtschaftsexperten abgesprochen sind, weil sie den Menschen unmittelbar helfen und nicht in die Massenbesteuerungsthematik zum Beispiel eintauchen. Und die Strompreisbremse ist jetzt eine Maßnahme, die geht ja auf ein Jahr. Das heißt, es ist eine langfristige Maßnahme, wird diese Erleichterung schaffen und wenn es über den Durchschnittsverbrauch von einer dreiköpfigen Situation in einer Wohnung oder Haus hinausgeht, kann man dann in weiterer Folge auch mit Antragstellung die Mehrpersonen im Haushalt geltend machen. Das haben Sie schon gesagt, auf ein Jahr gilt das jetzt vorerst einmal, das können wir mitnehmen. Was mich ein bisschen wundert, ich habe vorher im Österreich 1 Abendjournal gehört, eine Geschichte über Niederösterreich, wo es auch seinen Strompreisrabatt gibt und die schaffen das dort schon, wohnen auch 1,7 Millionen Menschen und da geht es sozusagen nach Kopf im Haushalt. Pro Kopf im Haushalt bekommt man dann mehr Unterstützung. Eben, 1,7 Millionen sind auch nicht so wenig. Warum geht es dann auf Bundesebene nicht? Na, 1,7 Millionen sind einmal weniger als 8,9 Millionen. Ja, aber. Und es sind auch vor allem weniger Energieversorgungsanbieter. Das heißt, wir haben die Herausforderung, bundesweit Modelle auch bundesweit machbar zu führen und auch dann so darzustellen, dass sie auch praktikabel sind. Eben, schnelle Hilfe. Das ist dem geschuldet. Niederösterreich ist ein Antragsmodell, das ist das Bundesmodell eben nicht, damit unkompliziert geholfen werden kann. Im Bund geht es automatisch, in Niederösterreich muss man einen Antrag stellen, das wäre Ihnen zu kompliziert gewesen. Nehmen wir mit, die Preise wird das halt alles nicht senken, nicht? Also die Strompreise, man muss ja dazu sagen, wer zahlt das? Wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bezahlen das und die Konzerne bekommen dann das gleiche Geld. Ist das wirklich zu Ende gedacht? Also Sie spielen jetzt auf das Thema Gewinnsteuer an, nehme ich an? Noch nicht, aber, okay, da kommen Sie wollten sich annähern über die Gerechtigkeitsfrage. Ja, das haben Sie schön gesagt, okay. aber die Preise sinken dadurch ja nicht. Und der Steuerzahler muss wieder das ausgleichen. Was ich glaube, was wichtig ist, ist hier auch eben kurzfristig und mittelfristig zu denken. Also kurzfristig helfen wir jetzt mit der Strompreisbremse für die Haushalte. Wir werden auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer, also heißt für die Wirtschaft, für die Industrie und für die Bäuerinnen und Bauern
jeweils Lösungsmodelle finden, um sie auch genauso zu entlasten. Warum? Mhm. Weil Wirtschaft und Arbeitsplätze genauso wichtig sind, wie Haushalte zu unterstützen, damit eben Steuereinnahmen weiter fließen. Weil was ist das Ziel all dieser Maßnahmen? Es darf die Konjunktur nicht einbrechen, es darf der Konsum nicht einbrechen. Über die Konjunktur und über den Konsum haben wir die Steuereinnahmen, von denen Sie gesprochen haben, die dazu führen, dass wir Geld den Menschen wieder in schwierigen Situationen zurückgeben können. Was die genau bekommen denn die Unternehmen? Da gibt es ja heute schon eine Reihe von Forderungen der industriellen Vereinigung. Ich möchte nur den Gedanken noch zu Ende führen, weil es wichtig ist. Das, was Sie angesprochen haben, ist genau das, worauf es jetzt ankommt. Wir müssen Ursache und Wirkung auseinanderhalten. Wir dämpfen jetzt die Wirkung all dieses Irrsinns, der gerade passiert auf den Strommärkten. Was wir aber brauchen auf europäischer Ebene ist, dass wir für die europäischen Staaten einen Gaspreisdeckel, ich sage es ja ganz bewusst so, zusammenbringen oder einen Energiekostendeckel zusammenbringen. Warum? Weil wir sonst die Energiekosten in den EU-Staaten an sich nicht drücken. Das stimmt, wenn Sie mir jetzt einwerfen, noch immer ist es richtig, dass das Gas an sich teuer bleibt, weil es eben ein Problem ist der Ressourcenverknappung, auch jetzt durch die Russische Föderation. Aber Faktum ist, dass wir uns in der Gesamtheit leichter helfen können, weil wir es nationalstaatlich nicht so regeln können, dass diese Energie auch tatsächlich, die aus Gas gewonnen wird, dann im Land bleibt. Und weil wir die Herausforderung haben, und das ist eben der Punkt, und das möchte ich dazu betonen, warum hat es so lange gedauert und warum war auch Österreich zögerlich in der Frage dieses Gaspreisdeckels? Nicht nur Österreich, sondern die Bundesrepublik Deutschland ist es bis heute. Das oberste Prinzip muss immer sein Versorgungssicherheit. Gaskraftwerke sorgen in ganz Europa für Netzstabilität. Die Netzstabilität ist gewährleistet sozusagen die Blackout-Vorsorge. Ich sage das nur dazu, damit die Menschen verstehen, warum das, und ich weiß auch, dass es in der politischen Auseinandersetzung oft so ist, komplexe Themen, einfache Antworten. Auf diese Fragen gibt es keine einfachen Antworten, aber es braucht jetzt die Europäische Union, es braucht die Kommission, die hier einen brauchbaren Vorschlag vorlegt, der einerseits diese Versorgungssicherheit, das heißt Gaskraftwerke weiter am Netz zu halten, bietet und andererseits den europäischen Staaten Luft verschafft, durch das gemeinsame solidarische Handeln, hier günstigeren Strom anzubieten, damit wir, wie Sie richtig festgestellt haben, die Ursache zumindest einmal in den Mitgliedstaaten der EU drücken und damit auch die Inflation. Herr Bundeskanzler, Sie geben wahnsinnig lange Antworten. Ich weiß schon, das sind komplexe Fragen, deswegen Probleme, danke für die Gelegenheit, Sie auch so darzustellen. Sich ein bisschen kürzer zu halten. Dröseln wir es vielleicht auf, wir waren vorher noch nicht fertig. Julia hat gefragt zu den Unternehmen. Genau, also da kommt von der industriellen Vereinigung ja heute einiges an Forderungen, die dauerhafte Strompreiskompensation, größerer Energiekostenzuschuss. Was können sich die Unternehmen da erwarten? Na, fixiert sind schon Strompreiskompensation, das sind alles die Industrieunternehmen, die im CO2-Handel drinnen sind, die werden entlastet. Ja, aber die wollen ja mehr. Und der Energiekostenzuschuss trifft alle Unternehmen, also klein, mittel und groß. Es dotiert jetzt einmal mit 450 Millionen Euro. Naja, wollen Sie wieder mehr? Naja, das ist... Das ist ja verständlich. Also nochmals, wir haben eine verrückte Situation und warum das ein ernstes Thema ist und warum es wichtig ist, da tatsächlich auch als Staat zu helfen, wenn wir es nicht schaffen. Und damit kommen wir wieder auch zur europäischen Dimension. Österreich hat eine starke, leistungsfähige Industrie, die exportorientiert ist. Genauso wie viele kleine und mittlere Unternehmer exportorientiert sind. Das heißt, die Waren, die hier produziert sind, werden nach außen verkauft. Das heißt, ich brauche Wettbewerbsbedingungen, die diese Produktion zulassen. Wir erleben, wenn wir jetzt die globale Situation anschauen, Amerika, Asien, Europa. Amerika, Asien günstige Energie, Europa teure Energie. Das heißt, wir müssen hier für den Produktionsstandort Europa eben diese internationale Lösung anstreben. Und wir müssen nationalstaatlich den Industrieunternehmern helfen, genauso wie den Wirtschaftsunternehmern, damit sie in der Produktion weiter konkurrenzfähig bleiben. Und bei Produktionskosten von 300, 400, manche haben schon berichtet von 500 Euro pro Megawattstunde, das sind die energieintensiven Unternehmen, kann man nicht marktkonform produzieren. Aber und das gefährdet Arbeitsplätze. Bekommen, wie viel, was da kommt, das wollen Sie jetzt noch nicht genau beziffern, wenn ich... Nein, das muss ich ja auch mit meinem Koalitionspartner verhandeln und das wäre sonst unredlich. Was ist denn eigentlich mit den ganzen Gaskunden? Es gibt wahnsinnig viele Menschen. Wird es da eine Gas-Fernwärme, Gaspreisbremse auch geben? Also die Strompreisbremse trifft jetzt mal alle, weil von Elektrizität sind alle betroffen. Und wir haben ja auch den Umstieg gefördert, gerade von Gas zum Beispiel in Wärmepumpen. Wärmepumpen brauchen Strom und die sind jetzt besonders betroffen. In Wien, Mehrparteienhäusern, so nicht so leicht. Und das Thema ist aber jetzt auch wieder eines, Sie sprechen schon an, Sie haben jetzt Wien genannt, Sie können sogar den Radius noch ein Stück weit erweitern. Es ist auch Wien und Umgebung, besonders gasintensiver in der Versorgung.
Und umso mehr Sie dann Richtung Westen gehen, umso heterogener, also unterschiedlicher wird das Bild. Sie haben von der Pelletsheizung bis zur Ölheizung, die natürlich noch immer besteht, leider. Aber bis können eben sich auch die Gaskunden was erwarten? Genau. Wir arbeiten da an einer Lösung, die halt all diesen drei Bereichen, deswegen habe ich es leider für Sie jetzt wieder zu lang, aber trotzdem wichtig, es aufzuzählen, in diesen drei Bereichen ganz unterschiedliche Preissteigerungen trotzdem dann halt entlastet. Ja. Wird es eine Abfederung geben für Gas und Fernwärme? Naja, also für Gas und Fernwärme, so wie für Pellets und Öl, für alle, die von diesem Energiemix betroffen sind. Ja. Aber jetzt war mal Priorität 1, Strom. Okay, aber es wird etwas geben. Ich habe es schon angesprochen, zahlen müssen wir uns das ja im Wesentlichen alles selber mit der Strompreisbremse, außer Übergewinne werden abgeschöpft. Der Vizekanzler ist auch hier gesessen, fordert eine Übergewinnsteuer. Sie haben auch schon mal eine gefordert, haben es dann wieder doch nicht mehr gefordert. Da kommt eine Übergewinnsteuer, denn wir haben es schon gesagt, die Gewinne, die gibt es ja. Also, wie gesagt, Priorität 1 war jetzt Strompreisbremse. Nächste Priorität ist Unternehmern helfen, Bauern helfen. Nächste Priorität ist alle anderen Energieträger wie Pellets, Gas, Öl. Ja, das ist aber wichtig dazu zu sagen. Die Refinanzierung, wenn es darum geht, in die Gewinnsteuer hineinzugehen oder in die Übergewinnsteuer. Ich habe immer gesagt, es gibt hier keine Denkverbote in dieser Frage. Das heißt, ich sage nicht sofort Nein. Das, was ich sage, ist, es muss schlau gemacht werden. Und was heißt das? Wir haben ja bei den Energieversorgungsunternehmen unterschiedliche Struktur. Es gibt Energieversorgungsunternehmer, die haben Sonderdividenden ausgeschüttet, wie der Verbund. Davon profitiert der Steuerzahler wieder. Aber wir lange will man dann noch überlegen? Sie haben es ja selbst schon im Mai vorgeschlagen. Also, Und der Verbund hat auch gleich gehandelt, denn er hat dem Staat und damit den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hunderte Millionen Sonderdividende ausgeschüttet. Dividenden haben aber den Nachteil, dass alle den Strom, Aktionäre etwas bekommen. Ich sage es noch fertig, dann dürfen Sie sofort wieder auch. Die haben die Sonderdividende ausgeschüttet bekommen, hunderte Millionen. Es wäre viel einfacher, wenn ich ausreden kann, dann finden wir auch den Gedanken wieder zurück. Sie antworten halt sehr lange. Die Sonderdividende ausgeschüttet bekommen haben und das trifft die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, den Kunden die Stromrechnungen 2 erlassen haben, sozial gefährdeten Kunden 4. Das heißt, der Verbund hat hier vorbildlich gehandelt. Warum ich es nur erwähnt habe, es ist wichtig dazu zu sagen, wenn ich das tue, das ist eben sofort passiert, weil Sie gesagt haben, wir haben schon im Mai darüber gesprochen, das stimmt. Wenn ich das tue, muss ich die Energieproduzentensituation in Österreich anschauen in seiner Unterschiedlichkeit. Wir sehen es gerade, wir reden hier gerade von der Übergewinnbesteuerung. Ich habe gerade mit der Bundesregierung die Wien Energie vor der Zahlungsunfähigkeit sozusagen bewahrt, weil es um 2 Milliarden gegangen ist. Und warum ich dazu sage, ist, es ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Energieversorgungsunternehmen von Ost bis West unterschiedlich völlig belastet richtig sind in dieser Preissituation und daher eine Gewinnbesteuerung sich immer danach richten muss. Wurde etwas dem Land oder dem Bund schon für die Steuerzahlerinnen oder Menschen, die im Land wohnen, zurückgegeben und ausreichend in erneuerbare Energie investiert werden? Ich muss das noch ganz kurz sagen. Dividenden haben den Nachteil bei der OMV zum Beispiel, da würde dann auch der Staatsfonds von Abu Dhabi mitverdienen. Da gehören nämlich 30% an der OMV. Auch der Republik nur 31,5%. Ja, genau, und eine Steuer würde ganz in Österreich bleiben, aber das ist nur das eine. Ich kenne mich jetzt trotzdem noch nicht aus. Es gibt internationale Modelle, es gibt schon Beispiele. Es ist klar, dass Übergewinne anfallen. Wollen Sie eine solche Steuer oder nicht? Es gibt viele Beispiele schon. Ja, wollen Sie es fertig diskutieren und da haben wir dann wieder zu wenig Zeit? Beispiele, die nicht funktionieren international, wie wir gesehen haben. Und das heißt, die Frage ist, wie kann ich es so machen, dass wir die Investitionen in erneuerbare Energie nicht gefährden, weil das wollen wir. Wir wollen haben, dass mehr erneuerbare Energie ausgebaut wird. Und deswegen habe ich gesagt, es gibt hier keine Denkverbote. Wie können wir auch eine Besteuerung so machen, dass sie tatsächlich dann auch zu einer Refinanzierung dieser völlig absurden Strompreissituation beiträgt, die dann wiederum zu Mehrkosten beim Steuerzahler führt. Das heißt also, ja, wir überlegen es. Wir haben aber noch kein Modell gefunden, das so tragbar ist, dass wir es unmittelbar anwenden können. Das ist also, deswegen habe ich gesagt, es gibt keine Denkverbote in der Frage, nur es muss ja funktionieren und vor allem, es darf uns nicht blockieren in der Frage Ausbau erneuerbarer Energie. Übergewinne haben ja längst nicht alle. Sie haben es ja schon angesprochen. Der Finanzierungsbedarf bei der Wien Energie hat uns die letzten Tage intensiv beschäftigt. Da haben Sie in kurzer Zeit die Regierung hat eine pragmatische Lösung gefunden. Aber vielen ist aufgefallen, dass die ÖVP in dieser Sache recht deutlich darauf hingewiesen hat, dass das eine SPÖ-geführte Stadt ist, in der das passiert. Und die Volkspartei hat dann Mails und Postings wie dieses ausgeschickt drauf steht SPÖ-Skandal und die Rede von schwerwiegenden Fehlern der SPÖ.
ist. Der Vorwurf vieler Kritiker ist da, dass da jetzt in dieser Krise politisches Kleingeld gemacht wird, Politiktaktik. Was entgegen Sie dann da? Dass die offensichtlich nicht dabei waren, wie wir innerhalb von 72 Stunden 2 Milliarden Euro aufgestellt haben, um genau diese Krise, von der Sie sprechen, zu verhindern. Vor uns sind Wien-Energiemanager gesessen, die uns davor gewarnt haben, dass die Versorgungssicherheit von 2 Millionen Menschen gefährdet ist. Und wenn wir das sozusagen nicht lösen, sogar ein Blackout, das kann man in der PowerPoint-Präsentation der Wien-Energie, die sie uns übergeben hat, auch nachlesen. Sie haben recht, an diesem Abend, wo wir damit konfrontiert worden sind, im Detail, waren keine politischen Vertreter der Stadt Wien anwesend, aber 3 Minister und ein Bundeskanzler. Nein, das haben Sie vorher nicht ganz fertig gesagt, weil Sie daraus eine Inszenierung machen wollen und sagen, also der Vorwurf sei gewollt. Herr Bundeskanzler, die ÖVP hat solche E-Mails ausgegeben. Sie müssen nicht so aufgeregt sein. Ich weiß, ich kenne die Mails, die wir ausgeschickt haben als Volkspartei, und das ist zu differenzieren. Wenn ich als Bundesregierung meine Arbeit leiste, folgt natürlich parallel, wie in einer Demokratie üblich, die parteipolitische Auseinandersetzung. Und wenn es dann Befindlichkeiten gibt im Sinne von Parteienbefindlichkeiten von SPÖ zu ÖVP, dann finde ich das zwar total spannend, widerspiegelt aber null meine Lebenswirklichkeit, weil unser Job war, in 72 Stunden 2 Milliarden für 2 Millionen Kunden aufzustellen, und den haben wir erfüllt. Das ist natürlich ganz wichtig für diese 2 Millionen Kundinnen und Kunden. Allerdings trotzdem der eben SPÖ-Skandal rund um die Wien-Energie steht da, wenn das bei der Salzburg AG passiert. ÖVP-Bürgermeister, ÖVP-Landeshauptmann, schicken Sie dann auch solche E-Mails aus? Gegen die eigene Partei? Ja, oder mit was soll das heißen? ÖVP-Skandal. Ja, Sie haben ja gerade gesagt, es war wahnsinnig wichtig, diese Krise zu meistern. Das ist auch gelungen. Nein, das aber Sie setzen ja voraus, dass der Landeshauptmann von Salzburg und die Salzburg AG das gleiche Krisenmanagement hat, die gleiche Struktur hat wie die Wien-Energie. Jetzt kenne ich mich in der Struktur der Salzburg AG nicht aus, aber das, was ich fix weiß, ist, dass das Krisenmanagement des Landeshauptmanns von Salzburg und auch seiner Landesregierung ein deutlich anderes ist, als was wir kennengelernt haben. Also deswegen finde ich diese Frage eigenartig. Jeder wird gleich behandelt, jeder, und jeder bekommt gleich schnelle Hilfe. Nochmals, wir haben innerhalb von 72 Stunden, so in Ihrer Denke, selbstverständlich sofort geholfen, weil es um 2 Millionen Kundinnen und Kunden geht. Und nicht, weil dahinter irgendwelche dann noch Gedanken laufen sollten, können wir das gleich machen, können wir das nicht gleich machen. Natürlich wird jeder gleich behandelt. Ich weiß nicht, was Sie meinen mit meine Denke, aber gut. Sie sagen, es gibt eine Differenzierung zwischen den Ländern. Wie soll sich so eine Frage ich weiß nicht, ob wenn wir bewiesen haben, dass wir innerhalb wirklich kürzester Zeit, und das ist, das klingt jetzt so, dass Minister anwesend waren und Bundeskanzler, was es heißt ist, dass in der Sekunde über das Wochenende hinweg Beamtinnen und Beamte der Ministerien, der Finanzprokuratur, also des Anwalts des Staates, in der Lage waren, zu helfen in einer absoluten Krisensituation. Und das zeigt, dass einerseits diese Bundesregierung und vor allem die Ministerien leistungsfähig sind und auch die Finanzprokuratur in der Lage ist, rasch rechtliche Lösungen zu finden. Deswegen verstehe ich die Differenzierung. Ich habe eigentlich aus einem anderen Grund gefragt. Da ist jetzt eigentlich so ein Parteienhickhack rausgekommen. Sie haben sicher auch die Wochenendzeitungen gelesen. Viele Kommentatoren sagen, dass das jetzt wieder so ein Match geworden ist zwischen SPÖ und ÖVP, zumindest in der Wirkung. Aber erleben Sie es und bei die mir? Frage ist, na, aber die ich Frage bin der Bundeskanzler ist, und habe das überhaupt nicht in jener Form kommentiert. Wir haben einfach geholfen. Gibt es zwischen SPÖ und ÖVP eigentlich nur mehr verbrannte Erde? Überhaupt nicht. Wir haben eine sehr gute und ordentliche Gesprächskultur, der Michi Ludwig und ich, und genauso auch zum Finanzstadtrat, dass wenn es eine parteipolitische Auseinandersetzung gibt nachher, das halte ich für in einer Demokratie normal. Übrigens lässt jetzt der Bürgermeister all diese Vorwürfe, von denen Sie gesprochen haben, selbst in seinem Auftrag an den Wiener Ausschuss prüfen, was da los ist. Also ist es offensichtlich angetan, dazu hier auch Aufklärung zu suchen. Und natürlich gibt es eine funktionierende und gute Kommunikation. Es ist die Bundeshauptstadt und ich schätze auch den Bürgermeister von Wien. Die Energiefrage bringt uns schnell zum Krieg und da zum Thema Sanktionen. Da gibt es immer mehr, und die fordern, die Sanktionen zu überprüfen. Und das kommt nicht nur von der FPÖ, das kommt auch aus Ihrer Partei, von den Obmännern Matle und Stelzer. Gibt es für Sie eine Schmerzgrenze, ab der Sie sagen, Sie fahren nach Brüssel und drängen auf ein Ende der Sanktionen? Die war übrigens immer von mir definiert. Nämlich dann, wenn die Sanktionen einem selbst mehr wehtun als demjenigen, den sie treffen sollen. Warum ist das notwendig? Was heißt das konkret, frage ich mich dann. Nein, das heißt konkret, wenn wir nicht in der Lage sind. Wir haben zum Beispiel eine aus meiner Sicht sehr smarte Sanktion beschlossen,
dass wir keine elektronischen Bauteile mehr aus dem Westen Richtung Russische Föderation liefern, weil die in Waffensystemen verbaut werden und nicht nur dort, sondern überhaupt in allen Fahrzeugtypen der Armee. Das heißt, fehlen diese Bauteile, können diese Fahrzeuge, die Drohnen der Kampfpanzer nicht fahren. Das halte ich für eine smarte Sanktion. Würde jetzt aber so eine Sanktion die gesamte Elektroindustrie der Europäischen Union gefährden, Arbeitsplätze gefährden, uns nicht in die Lage versetzen, dieses Sanktionsregime gegen die Russische Föderation aufrechtzuerhalten, dann wäre es natürlich die falsche. Weil Ziel ist es ja nicht, uns zu schwächen, sondern den, der einen Invasionskrieg in die Ukraine führt. Und eines muss man schon auch sagen, was hier passiert. Russische Kriegspropaganda zielt auch darauf ab, dass Desinformation auch in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union betrieben wird. Und deswegen von mir hier eine ganz wichtige Klarstellung an die Menschen, die uns zuschauen. Es gab nie eine Sanktion, und Österreich hat sich dafür besonders eingesetzt, gegen Erdgas. Es gab nie eine Sanktion gegen Düngemittel, Weizen, Ölsaaten und Mais. Das ist deshalb so wichtig zu sagen, weil auch damit spekuliert wurde sozusagen und Krieg geführt wurde. Und hier geht es um die Welternährung. Und Gott sei Dank ist es gelungen, bei der Ernährungsfrage die grünen Korridore zu öffnen. Ich will das nur deshalb auch betonen, weil Ursache und Wirkung gerne jetzt auf einmal in der Diskussion vermischt werden, was nicht heißt, dass Sanktionen immer auch evaluiert werden müssen. Und wenn man beiden, die diese Interviews von der Volkspartei aufmerksam liest, bekennen sich beide, das war also Landeshauptmann Stelzer und Toni Matle aus Tirol, zu den Sanktionen, haben beide zu Recht die Forderung aufgestellt, dass Sanktionen immer evaluiert werden müssen. Das habe ich auch ich als Regierungschef gegenüber der Kommission gesagt. Und es gibt auch von beiden keine Zweifel daran, dass es notwendig ist, gegen denjenigen auch aufzutreten mit dem stärkstmöglichen friedlichsten Mittel. Das ist die Sanktion. Alles andere würde Krieg bedeuten. Glauben Sie, dass wenn ein Wutwinter zum Beispiel kommt, wenn die Menschen auf die Straße gehen, wenn sozusagen das Verständnis für diese Sanktionen schwindet, glauben Sie, dass in diesem kommenden Winter der Punkt erreicht werden könnte, an dem die EU von Sanktionen runtergehen wird, muss? Also nochmals, es ist Erdgas nicht unter Sanktionen. Ja, aber das ist halt der Gegenschuss von Putin. Der sozusagen macht jetzt eine Konteraktion mit dem Erdgas. Glauben Sie, dass wir zu diesem Punkt kommen werden? Das ist eine rein spekulative Frage. Wenn wir in Prag waren 70.000 Menschen am Wochenende auf der Straße, um gegen die Sanktionen zu demonstrieren. Ich gebe Ihnen da völlig recht. Es ist mit Sicherheit wichtig, immer zu erklären, was wir hier tun. Denn was ist die Alternative? Denjenigen, der Krieg führt und damit Völkerrecht bricht und das zum ersten Mal nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa in dieser Form einfach gewähren lassen, Unrecht einfach geschehen lassen und vor allem, wer gibt denn die Garantie, selbst wenn wir es täten, wer gibt die Garantie, dass wir nicht weiter am Gängelband hängen, dass wir nicht weiter in der Abhängigkeit sind, dass wir nicht weiter dann davon abhängig sind, ob der Gashahn auf- oder zugedreht werden wird. Das heißt, es braucht hier aus meiner Sicht die Maßnahmen, die wir gesetzt haben, die Einspeicherung, neue Gasressourcen zu sichern, auch aus anderen Gasfeldern heraus, fossile Energie zurückzudrängen. Das ist natürlich ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Und auch trotzdem nicht aufzugeben, Gespräche auch mit der russischen Seite zu führen, weil der Krieg muss aufhören. Er ist ein Irrsinn für die russische Entwicklung in der Wirtschaft. Das wird jetzt noch kleingeredet, auch das ist russische Kriegspropaganda. Aber es wird verheerende Folgen haben. Ich weiß, dass die Menschen enttäuscht sind und daraus kommt das ja auch, dass der Krieg noch nicht zu Ende ist, trotz der Sanktionen. Aber man muss eben wissen, Russland ist ein riesiges Land mit einer unglaublich großen Armee, mit einer unglaublichen Menge an Waffen, auch an alten Waffen, die halt eingesetzt werden. Und deswegen braucht es Zeit, dass die Sanktionen da ihre Wirkung auch entfalten können. Es sind so viele Krisen da vergessen, manche auf die wahrscheinlich größte Krise unserer Zeit, die Klimakrise, den Klimawandel. Sie haben zuletzt gesagt, ich zitiere, Österreich ist ein Musterland, was den Klimaschutz betrifft. Mhm. Wenn man sich aber anschaut, zum Beispiel die CO2-Emissionen, die Treibhausgase, da sind wir auf dem Stand von 1990. Da ist in den letzten 30 Jahren nichts passiert beim Einsparen. Da sagt zum Beispiel der Professor Steurer von der BOKU, wir sind eins von vier Ländern, die da eben die CO2-Emissionen nicht gesenkt haben. Wie können Sie da von einem Musterland sprechen? Naja, der Vergleich macht mich sicher. Also wenn Sie, ich lade Sie ein, fahren wir gemeinsam nach Linz. Sie werden keine europäische Großstadt finden, wo de facto in der europäischen Großstadt ein Stahlwerk von unglaublicher Größe und Dimension ist und sie trotzdem eine lebenswerte Stadt vorfinden. Die Emissionen wem sind auf dem Wert von 1990, Herr Bundeskanzler. Sie können ja schon, der Standort bestimmt den Standpunkt. Das Entscheidende ist, weil Sie lesen eine Statistik, wie Sie sie lesen wollen und interpretieren wollen. Nein, also ich glaube, diese Zahlen liegen nicht. Ich prüfe die Fakten.
Wir erzeugen 75% unserer Energie aus erneuerbarer Energie. Mhm. Wann ändert sich der Haupttreiber der Verkehr, was die CO2-Emissionen betrifft? Wann ändert sich diese Bilanz? Wann ändert sich diese Bilanz? Diese Bilanz ändert sich im Winter. Also wenn wir redlich diskutieren wollen, dann reden wir es nur bitte ganz fertig und verlieren uns nicht in Polemik. Mhm. Im Sommer sind wir sogar bei einer Bilanz von 100%. Und wissen Sie, was das ist? Das ist herzeigbar in Europa. Da sind wir führend in der Europäischen Union. Und deswegen ist Österreich auch ein sozusagen gern gesehener Exporteur dieser Technologie und des Wissens. Wir nützen die Wasserkraft. Das sind schöne Worte, aber die CO2-Emissionen. Da reden wir von Fakten. Aber die CO2-Emissionen, die für die Klimaerwärmung verantwortlich sind, da haben wir seit 30 Jahren nichts weitergebracht. Also ich finde diese Diskussion eben deshalb so spannend, im internationalen Vergleich zu führen, weil wir gerade erleben, dass Deutschland mehrere Braunkohlekraftwerke wieder ans Netz wirft, damit die Energieversorgungssicherheit gewährleistet ist. Wir diskutieren gerade, ob wir das letzte, das wir zugesperrt haben, wieder aufsperren für Energiesicherheit. Wir haben nicht einmal mehr Energiegewinnung aus Kohle. Also mag sein, dass man alle schlecht reden und kleinreden kann. Österreich, und Sie alle wissen es, man verreist und kommt wieder zurück. Man bewegt sich in Österreich und kann es auch selbst sehen. Wir sind ein gutes Land. Es gibt immer was zu tun. Es gibt vor allem in der Frage der Unabhängigkeit in der Energie viel zu tun jetzt. Wir sehen es dramatischer denn je. Hier gilt es, Innovation zu fördern. Wir müssen in Alternativen denken, wie die erneuerbare Energie auch noch stärker ausbauen. Und wir müssen auf diesem Weg, und das ist ja auch im Koalitionsprogramm so vorgesehen, in dieser Transformation die Wirtschaft und Industrie unterstützen. Herr Bundeskanzler, viele Klimaschützer vom Fernseher, glaube ich, sehen das ganz, ganz, ganz anders. Sie klingen jetzt ein bisschen so, als wäre die CO2-Bilanz Österreichs, die auf dem Level von 1990 ist und die ganz weit nach unten muss, kein Problem sei. Können Sie damit zufrieden sein? Ist das kein Problem? Ich habe Ihnen gesagt, wo ich meine Prioritäten setze. Meine Prioritäten setze ich darin, dass wir unsere Energieversorgungssicherheit und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern reduzieren. Daher bin ich nicht damit zufrieden, dass wir abhängig sind. Ich wollte nur dieses, wir sind so furchtbar, wir haben so schlechte Standards, in ein richtiges Licht rücken, weil es im internationalen Vergleich nicht standhält. Und ja, natürlich müssen wir über Tanktourismus und andere sprechen, weil auch der treibt die CO2-Bilanz, wie Sie ja sicher wissen werden, auch deutlich in die Höhe. Aber wie kommen wir da ganz nach unten? Wie kommen wir an diesem Pfad entlang, der zum Österreich hat kein Klimaschutzgesetz seit 600 Tagen, die Europäische Union hat das schon. Wie kommen wir ganz deutlich runter? Also zum einen wird in Österreich das Klima geschützt, auch ohne Klimaschutzgesetz. Die Details, die im Klimaschutzgesetz noch in der Koalition verhandelt werden, haben ganz andere Gründe. Da geht es um einklagbare Berechtigungen und all diese Dinge. Ohne Verbindlichkeit hat es ja bisher nicht funktioniert, diesen Pfad zu gehen, dass man einspart. Und auch der Rechnungshof rechnet ja schon damit, dass wir viele, viele Milliarden zahlen werden, wenn wir die Klimaziele nicht erreichen. Also ich bin überall dabei, auch in Ihrer Bewertung. Und Sie werten ja gerade jetzt in Ihren Aussagen. Inwiefern? Indem Sie sagen, wir haben so schlechte Bilanzen. Ich sage, man muss entgegenhalten, was wir geleistet haben bisher. Und das sind die Menschen in diesem Land. Das sind die, die auch innovativ waren, schon mit Windkraftwerken, wo noch keiner an Windkraftwerke geglaubt hat. Österreich ist, deswegen sage ich das, ein gutes Land. Und ich bin sofort dabei, wenn wir sagen, wir müssen fossile Energie reduzieren. Das ist für mich kein Widerspruch. Nur dieses ewige Schlechtreden Österreichs und der Leistungen, die erbracht worden sind von Österreicherinnen und Österreicher, da mache ich als Bundeskanzler nicht mit. Aber 9 Milliarden Strafe zahlen, wenn man das nicht erreicht, die Einsparungen. Wir haben ja noch Zeit für die Verhandlungen. Und der Punkt ist ein bisschen, man muss einfach, Österreich ist ganz sicher ein schönes und ein gutes Land, aber man muss halt den CO2-Ausstoß runterbekommen. Indem man die Abhängigkeit von fossiler Energie reduziert, so wie ich gesagt habe. Kommen wir noch einmal zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Wir sind jetzt doch schon ein bisschen unter Zeitdruck, aber ich möchte auch gerne ganz kurz einen Blick auf das, was kommt, richten, nämlich die Landtagswahlen. Das ist Ihnen ja, kennen die Umfragen der ÖVP, werden da große Verluste vorhergesagt, zum Beispiel in Tirol, auch in Niederösterreich. Wenn das eintritt, wenn diese großen Verluste kommen, wie fest sitzen dann Sie als Gesamtverantwortlicher der ÖVP noch im Sattel? Ich verstehe total, dass das in der medialen Wahrnehmung eine total spannende und wichtige Frage ist. Ich sage Ihnen, was mir wichtig ist und für meine Zukunft gerade jetzt. Die Zahlen, wie die Inflation sich bewegt, wie die Teuerung steigt und wie wir sie bekämpfen können, ob wir genug Terawattstunden Gas eingespeichert haben, wo wir anderes herkriegen können und welche Pipeline-Kapazitäten zur Verfügung stehen. Das sind die Zahlenwerte, die mich als Bundeskanzler dieser Republik tatsächlich beschäftigen. Alles andere ist natürlich
Demokratie, Politik, wie sie passieren muss, Landtagswahlen, Regionalwahlen, all das findet statt. Man wird sehen, am Wahltag wird tatsächlich dann immer zusammengezählt. Die Wählerinnen und Wähler sind dann aufgefordert, ihr Vertrauen demjenigen auszusprechen, der sich sozusagen am stärksten darum bemüht hat. Ich habe großes Vertrauen in den Toni Mattler, das ist der Spitzenkandidat in Tirol, ist Bürgermeister gewesen von Caldür, Krisen erfahren, krisenfest und vor allem höchst authentisch und seriös und tief verwurzelt in Tirol. Sie glauben also, dass es kein Problem wäre, wenn diese Verluste so groß sind für die ÖVP? Ganz ehrlich, das sind alles diese Was-wäre-wenn-Fragen. Ich habe Ihnen meine Lebensrealität geschildert, den Medien lasse ich die Spekulation über. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass Sie noch weiterhin ÖVP-Obmann sind nach der Tirolwahl? Wie gesagt, das ist eine mediale Frage, keine parteipolitische. Die Bundespräsidentenwahl, die steht auch vor der Tür. Sie wollen ja nicht sagen, wen Sie wählen werden, Sie persönlich. Es gibt aber auch keine Wahlempfehlung Ihrer Partei. Mhm. Warum hat denn die ÖVP dann eigentlich keine Kandidatin, keinen Kandidaten aufgestellt? Das legt ja irgendwie den Schluss nahe, dass Sie mit dem Bewerberfeld sozusagen nicht zufrieden sind. Nein, dem einzigen Schluss, den es aus meiner Sicht nahelegt, ist, dass wir die Menschen nicht bevorwunden, dass sie freie Bürgerinnen und Bürger sind und selbstbestimmt ihre Wahlentscheidung treffen können, ohne dass der Karl Nehammer ihnen sagt, wer jetzt da der richtige Kandidat ist und wie sie das Kreuz zu machen haben. Ich habe ein sehr korrektes, sehr gutes Arbeitsverhältnis mit dem Bundespräsidenten. Daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht. Die Bundespartei hat sich einstimmig dazu entschieden, keinen Kandidaten aufzustellen. Und jetzt sind die Wählerinnen und Wähler dann am Wort. Herr Bundeskanzler, wir überziehen dieses Sommergespräch gerade ein bisschen, aber es ist ganz spannend gewesen. Sie haben vielleicht in der Vorbereitung auch gesehen, dass wir am Schluss immer so eine, naja, wir nennen es große Lebensfrage, man könnte es auch anders nennen, vielleicht vorbereitet haben. Natürlich auch für Sie. Wer ist denn der glücklichste Mensch, den Sie kennen und warum? Der glücklichste, das kann ich gar nicht sagen, aber ich kenne viele glückliche Menschen, die es geschafft haben, mit sich im Reinen zu sein, das, was sie tun, auch zu mögen und das Allerwichtigste, vor allem die Menschen mögen. Und das finde ich anstrebenswert. Aber ein konkreter Mensch, ich finde die Frage auch total schwierig, ein konkreter Mensch fällt Ihnen nicht ein? Selbstverständlich, aber es gilt ja auch hier der Datenschutz für diese Menschen. Und es sind nicht nur, wie gesagt, es ist nicht nur einer. Ich habe das Glück und Privileg, mit Menschen umgeben zu sein, die sehr oft diese Kriterien erfüllen und die einem dann auch wieder Kraft geben für die vielen Herausforderungen, die da kommen. Herr Bundeskanzler, es war ein spannendes Gespräch. Danke für den Besuch bei uns. Unser Interview, meine Damen und Herren, das wird jetzt dann gleich fortgesetzt, analysiert. Zuerst in der ZIB 2 und dann auf ORF 3 ab 22.30 Uhr in den Sommer-Nachgesprächen, wo heute auch Ex-ÖVP-Ministerin Maria Rauch-Kallert zu Gast sein wird. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und es war uns eine Freude. Und danke sagen wir auch an Regie und Technik und die Redaktion. Kommen Sie gut durch diese nächsten Monate, die vielleicht nicht so einfach sein werden, aber es wird hoffentlich zu schaffen sein. Auf Wiedersehen. Alles Gute.